So, weiter geht's bei One Night, unserem kleinen Indie-Horror-Game. Martina ist auch wieder mit ja, am Start. Ja, genau. Guten Tag, Leute. Und da sind wieder unsere ersten Pillen, die wir anscheinend nehmen müssen, damit wir wach bleiben. Dass man nicht einschlafen. Weil die, wenn man die jetzt eine Zeit lang nicht nimmt, dann wird irgendwie der Bildschirm immer dunkler. Das deutet darauf hin, dass eben relativ schnell müde wird. Kommt da wieder so ein Typi an. Ich hoffe mal nicht. Die Tür ist verschlossen. Sollen bloß wegbleiben. Ja. Was gibt's hier? Da gibt's nix. Haufen Akten. Die Tür ist ebenfalls verschlossen. Oh, was Violettes. Ein riesen Vorhängeschloss. Brauchen wir einen Seitenschneider? Find a bolt cutter, genau. Ein Bolzenschneider ist kein Seitenschneider. Da sind wir, glaube ich, hergekommen, oder? Ja, genau. Müssen wir da lang? Na, da ging es ja auch nicht durch. Jetzt die Frage nach oben. Und ich komme zu schnell. Scheint irgendwie so ein Postlager zu sein. Das ist eigentlich gar nicht gut, dass sich die Türen alle öffnen lassen. Was ich gut finde, wollte gerade sagen, dass wir speichern können. Die schaut zu, die Tür, das heißt, wir müssen da lang. Genau, gehen wir hier rum. Da steht was zum Lesen. Kann man hier noch irgendwas aufnehmen? Pillen. Immer gut. Da, nochmal Pillen. An allen Tischen. Nehmen wir die halt alle mal. Ne? Ja. Dass er die nicht einstecken kann, das finde ich auch ein bisschen doof. Dass er die alle gleich nimmt. Ja, das ist komisch. Man kann sie nicht einstecken, dann nimmt sie immer gleich. Da mal noch was zum. Sieben Leute. Ja, das ist kein. Von sieben Leuten wurden die Fingerabdrücke genommen. So viel ich weiß, aber. Da ist eine Blutspur, okay. Da ist anscheinend jemand ziemlich. Oh oh. Was ist das? Da sind wir in der Küche angelangt. The Kitchen. Streichhölzer, noch mehr Pillen. Da ist. Neuer hin. Irgendjemand durchgedreht und hat den Koch angemacht. Oha. Drei Stunden lang. Oh Gott. Ein Messer. Grusle, grusle. Jo. Also in alle Küche. Kocht gutes Essen. Okay, hier geht's jetzt aber auch nicht weit. Okay, das war gerade nicht. Nee. Nee, das hat irgendjemand erst angerichtet. Den Sauerstoff. Ich möchte eigentlich nicht wissen, wer das war. So, wir gehen mal hoch. Da ist wieder eine Tür. Gibt's wieder einen Hinweis? Irgendwas auf der Toilette vergessen. Okay. Clippers. Weiß sein Board irgendwie. Weiß ich wieder. Okay, muss man mal auf die Toilette. Kann man hier was machen, ne? Ich glaube, sein Notizblock oder Clippers heißt, glaube ich, sogar. Aktenboard oder Aktenkoffer. Das gefällt mir gerade, was man hier so machen muss. Ne, groß, ne? Plötzlich kommt wieder so ein Typ aus. Okay. Da steht er nicht. Da ist irgendwie. Da jemand? Ich hab die nicht gezogen.
sind natürlich zwei Türen. Da steht auch was an der Wand, was das so heißt. Eine Goldkarte. Wahrscheinlich kommt es gleich noch rausgestanden. Man macht einen echt verrückt. Ich geh jetzt noch mal kurz hoch. Kommen wir da jetzt rein. Oh. Hab's gesehen. Ja, ich hab's gesehen. Ich wurde gerade weggezogen. Oh je. Oh Gott. Wie war das jetzt mit der Tür hier drin? Ja. Wieder speichern. Ja. Schreiben wir mal den alten Speicher. Wieder Schraubenzieher rumbleiben. Nee. Warte, Schraubenzieher dann. Ja, natürlich. Oh ne. Schlüssel. Beziehungsweise. So eine Karte wahrscheinlich. Vielleicht im Auto oder hier. Das Automat. Die getrennten Automaten. Ja, oder ist doch was. Okay. Ja, ist doch was gesehen. Nee, aber es könnte ja möglich sein. Aber es sieht nicht so aus, ne. Alles verschlossen, das gibt's doch nicht. Verrückt. Das ist ganz blöd. Aber es wirklich, gab's ja auch nichts mehr. Muss ich mal gucken, vielleicht auf der Toilette nicht. Gruselig. Komisch, wo die Karte wohl bleibt. Also nicht mehr, ob es eine Karte ist, aber so. Schon geschaut. Ja,
Das ist kaputt. Ah, kein Mörder. Das ist nicht gebraucht. Okay. Das sah nur so aus wie ein Werkzeug. Ich weiß es nicht. Okay, komm mal wieder nicht raus. Von der anderen Seite kommt man da auch nicht hin. Ich wüsste nicht. Wie. Was ist das? Komisch, komisch. Gibt's doch nicht, ey. Gibt's nix, ich war doch hier schon überall. Jetzt müssen wir nochmal ganz zurück. Kann auch gut möglich sein. Ja, hier ist nix. Jetzt wird immer dunkler, verdammt. Nee, das ist nur das Schloss. Ich dachte gerade, das sah gerade so aus auf dem ersten Mal. Und ja. Ich hatte das Schloss, wo wir abkommen. Samsung. Okay. Oh, diese Schleichwerbung hier. Cool, cool. Ah. Wir können rein. Okay, ich habe jetzt einen Schraubzieher bei mir. Ja gut, dann ist natürlich so. Können wir wieder. Oh, Werkzeug. Oh, Schlüssel. Wahnsinn. Oh, Streichholz. Pillen. Pillen. Ist auch wieder verschlossen. Auf jeden Fall haben wir irgendeinen Schlüssel gefunden. Das ist schon mal sehr gut. Ja, das ist super. Mal gucken, für was der ist, der Schlüssel. Für die nächste Tür. Wäre nicht schlecht. Mit Sicherheit für eine Tür und Tür. Vielleicht sind auch für welche. Vielleicht für die. Diese Tür. Nee. Besser, wir schauen mal oben nach. Versuch's mal. Toll, ich weiß es auch nicht. Aber ganz oben war doch nichts so zu, oder? Ah doch, der eine, wo der Typ weggeschleift wurde. Genau, der war ich nicht. Ich auch mal aber auf dem Kuchen. Nein, das war ganz oben. Ja, da steht aber irgendwas vorne dran, da kommen wir. Ja, rein. Das ist klar. Doch. Da komm ich nicht rein, Martina. Das kann nur die Tür hier sein. Ja. Schau mal, komm. Das gibt's auch nicht. Gab's doch sonst nichts mehr. Yeah.
Warum gehst du nicht auf? Ah, ich hab's kapiert. Ja, dann müssen wir entgegen. Genau, jetzt müssen wir hier irgendwas machen. Muss ich mir noch kurz merken. Kannst du es kurz merken? Also als erstes müssen wir H ins K reinstecken, danach J, J ins J, J und K ins H. H ins K. Okay. H ins K als erstes. Genau. HK. JJ. Ja, was muss man da jetzt drücken? HK, oder? HK, ja. Dann JJ. Und KH. Supi. Speichere jetzt nochmal. Liebe Leute. Ich weiß ja nicht, was jetzt als nächstes kommt. Sicher ist sicher. Ich hätte sich jetzt irgendein Mechanismus geöffnet, wo man jetzt rein kann. Die ist zu. Ah, vielleicht die ganz oben die Tür. Das kann natürlich sein, dass das ein Mechanismus war. Kann gut möglich sein. Das würde ich mir jetzt eher mal vorstellen. Gehen wir nochmal ganz hoch. Da, wo der Typ vor uns war, hat den einen weggezogen. Kann ich mir gut vorstellen, dass die Tür zu oben ist. Oh, kann es nicht einmal stimmen? Das kann natürlich nicht stimmen. Ja, was soll ich sonst denn? Gespeichert, aber gut, schade ich nicht. Genau. Da bilden wir. Okay. Solange er nicht zu mir kommt, ist alles gut. Eine Bar. Finally, I've got you, bitch. I'll kill you slowly and under music. But first, deal with the other. Stay here and don't make a sound. Okay, liebe Leute, das scheint geplant zu sein. Dann sind wir im dritten Abschnitt. Die Story blicke ich noch nicht so ganz. Nee, ich auch nicht. Es liegt natürlich auch daran, dass es alles auf Englisch ist und ich nicht so gut im Englisch bin. Leider. Aber egal. Hauptsache Spaß haben. Genau, das stimmt. Sich erschrecken. Ja, dann beende ich diese Folge. Auf jeden Fall. Jeden Abschnitt. Oh, was ist jetzt los? Ciao, ciao. Tschüss.